Ja, einen wunderschönen guten Abend jetzt nochmal in die große Runde, denn jetzt haben wir auch Zuschauer, die vielleicht auf ihrem Sofa sitzen oder wo auch immer und uns von außen zugeschaltet sind. Schön, dass Sie da sind zu unserer Reihe Humor ist. Heute am Welttag der Polizeigewalt, wie ich heute erfahren habe von einer Kollegin, das wusste ich nicht, das war mir nicht klar, aber da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Mein Name ist Hanna-Lena Neuser, ich bin hier im Haus Direktorin und Studienleitung für Europa und Jugend zuständig und darf heute den Abend moderieren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, an den Bildschirmen und auch hier im Saal. Wir haben gerade die Sendung zusammengeguckt und ich darf auch im Namen unserer Mitveranstalter des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung und des Frankfurter Presseclubs begrüßen. Hier oben auf der Bühne haben wir heute zwei Gäste. Wie immer ist Dietrich Kraus da, gerade eingeflogen. Schön, dass du da bist. Dietrich Kraus ist Journalist und Redakteur der Anstalt. Jetzt schon seit wie vielen Jahren, Dietrich? Ich weiß es nicht mehr. Erschreckende Zahl, im 10. Jahr. Im 10. Jahr jetzt schon, genau. Genau, und in der Mitte sitzt Professor Dr. Tobias Singelnstein, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Juristischen Fakultät hier an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Und ich habe heute so ein bisschen mal geguckt, was Sie so gemacht haben schon in Ihrem Leben und fand schon, die Dissertationsschrift sozusagen wäre schon Grund zu einer Einladung gewesen. Die ging nämlich zum Thema Diskurs und Kriminalität. Genau das werden wir ja heute hier auch praktizieren. 2022 hatten Sie einen Forschungsschwerpunkt unter der Überschrift Inspektion einer mächtigen Organisation. Dabei ist dieses Buch entstanden, Die Polizei, Helfer, Gegner, Staatsgewalt. 2022 im Econ Verlag erschienen, zusammen mit Benjamin Derin, der auch an der Goethe-Uni tätig ist. Ich vermute mal, einiges von dem, was hier drin steht, haben wir eben auch irgendwie in irgendeiner Form präsentiert bekommen. Und Sie geben auch eine Schriftenreihe raus zu Studien zur Kriminalität, Recht und Psyche. Und da drin, glaube ich, allein in diesem Titel erkennt man schon, dass das Feld, mit dem Sie sich beschäftigen, jetzt nicht nur ganz klassisch juristisch zu betrachten ist, sondern ganz viele andere Disziplinen sozusagen beinhaltet. Kannten Sie das Format, die Anstalt? Kannten Sie die Sendung an sich, auch wenn Sie jetzt gestern die Sendung noch nicht geguckt haben? Aber ja, klar. Die kennen Sie, okay. Und meine erste Frage geht genau in die Richtung eben dieses Multidisziplinären und zwar diesen Aspekt des Sicherheitsempfindens. Das klang ja in der Sendung auch kurz an. Sicherheitsempfinden in der Gesellschaft, die beschäftigen sich ja nicht nur juristisch damit, sondern vielleicht auch mit psychologischen und soziologischen Faktoren. Mich würde interessieren, was Sie uns dazu erzählen können, wie dieses Sicherheitsempfinden in Deutschland, also wie es darum bestellt ist, also diese Frage von Misstrauen, Polizei, Bevölkerung, wie sich das gewandelt hat in den vergangenen Jahrzehnten, wie das heute aussieht. Können Sie uns da noch mal so ein paar Hintergrundinfos geben? Ja, gerne. Ich fange mal mit dem Sicherheitsempfinden an. Eigentlich hat uns das Subjektive gesellschaftlich lange nicht interessiert im Bereich der inneren Sicherheit. Ne? Das Kriminalitätsfurcht, subjektive Sicherheit, Sicherheitsempfinden, das sind eigentlich so Vokabeln, Phänomene, die erst seit 20, 30 Jahren in die kriminalpolitische Debatte, aber auch in die wissenschaftliche Debatte gekommen sind, ausgehend von den USA, dann auch nach Deutschland, die dann auch von der Polizei, von den Sicherheitsbehörden aufgegriffen worden sind und heute eigentlich nicht mehr wegzudenken sind, häufig auch eine Begründung für Gesetzesverschärfungen sind oder für polizeiliches Vorgehen, für polizeiliche Maßnahmen, beispielsweise Videoüberwachung oder polizeiliche Präsenz auf der Straße. Wissenschaftlich ist es in Deutschland dann auch untersucht worden. Und wenn wir uns die Kriminalitätsfurcht als einen Ausschnitt dieses Sicherheitsempfindens angucken im Längsschnitt, dann sehen wir eigentlich, dass es relativ stabil ist und eher im Sinken begriffen ist. Also anders als man angesichts der kriminalpolitischen Debatte meinen könnte, ist Kriminalitätsfurcht jetzt nichts, was überbordend groß ist, sondern eher sehr stabil. Und es gibt so eine Umfrage von der Versicherung, die jedes Jahr fragt, was sind die Ängste der Deutschen? Und da ist Kriminalitätsfurcht was sehr weit hinten rangiert, auf Platz 18 oder so in den vergangenen Jahren. Es gibt andere Ängste, soziale Sicherheit und ähnliche Dinge, die sehr viel weiter vorne sind. Natürlich jetzt Klimakrise, zwischendurch Terrorismus, all solche Dinge rangieren da viel weiter vorne. Aber es gibt eben spezifische
Formen von Kriminalität, wie zum Beispiel Terrorismus oder hier ging es jetzt die ganze Zeit um Clankriminalität, die trotzdem für Verunsicherung sorgen in der Gesellschaft und dieses Bild bedienen. Aber die Forschung zeigt eigentlich, dass diese Empfindungen, diese Gefühle und die objektive Lage nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben müssen. Ja, sondern dass, ob ich mich sicher fühle, hängt von ganz vielen verschiedenen Umständen ab und die tatsächliche Bedrohungslage ist eigentlich nur ein Aspekt davon. Und mindestens genauso eine große Rolle spielt zum Beispiel, was ich für einen Eindruck habe, was ich für ein Gefühl habe, wie ich mich mit Bedrohungssituationen selber auseinandersetzen kann, ob ich damit klarkomme oder ob ich davon selber bedroht bin. Also zum Beispiel sind Menschen, die eigentlich ein sehr hohes Viktimisierungsrisiko haben, junge Männer, haben gleichzeitig die niedrigste Kriminalitätsfurcht. Und umgekehrt Leute, die eigentlich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben, Opfer von Straftaten zu werden, alte Menschen zum Beispiel, die haben eine relativ hohe Kriminalitätsfurcht. Und deshalb sagt die Forschung eigentlich, eine subjektive, objektive Ebene sind zwei völlig getrennte Dinge, die nur bedingt was miteinander zu tun haben, von ganz vielen Faktoren abhängen. Mhm. Vielen Dank. Soweit erstmal zu dem Thema. Dietrich, an dich habe ich eine Frage. Ich habe es gerade schon angesprochen, heute ist Internationaler Tag gegen Polizeigewalt. Vermutlich war das jetzt nicht ganz unbeabsichtigt, dass genau jetzt diese Sendung Ehrlich kam. Gesagt, doch. Oder ernsthaft? Wir haben das heute erst festgestellt. Wir haben einfach das Thema gesetzt und könnten jetzt im Nachhinein behaupten, wir haben das natürlich am Tag vor diesem Gedenktag gemacht, aber wir haben es ehrlich gesagt erst heute realisiert. Okay. Manchmal hat man auch ein bisschen Glück. Er beantwortet sich schon einen Teil meiner nächsten Frage, was dich dieses Mal am meisten überrascht hat sozusagen. Allerdings bezog ich das jetzt eher auf die Vorbereitung der Sendung und nicht dann heute die Nachbereitung. Was war dieses Mal für dich? Weil du hast ja immer so Sachen, wo du sagst, Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet oder das war mir gar nicht klar. Was war es dieses Mal? Ja, also wie immer bei den Themen, wo man auch nur so der normale quasi Medienkonsument ist und das war zum Beispiel beim Thema Clankriminalität, so wusste ich dazu gar nichts und fand es einfach sehr spannend, wie diffus und beliebig dieser Begriff ist, der einem ja doch irgendwie in den letzten Jahren immer häufiger begegnet und was da für absurde Delikte drunter subsumiert werden. Also das war mit das, was ich am überraschendsten fand. Und dann natürlich auch, was ja auch eine größere Rolle spielte, diese unglaubliche Ausweitung dieses Gewaltbegriffs hinsichtlich Polizei, weil das ja auch immer wieder so ein Thema ist, das immer wieder einfach ohne nähere Erläuterung in den Medien kursiert. Es gibt eine steigende Gewalt gegen Einsatzkräfte und so weiter. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, ja, ist es doch erstaunlich, was da alles als Gewalt eben klassifiziert wird. Ja gut, wobei da sind ja, glaube ich, auch mal Feuerwehrleute und Sanitäter mit gemeint. Genau. Ne? Also, genau. Herr Singelstein, genau diese historische Entwicklung von Vertrauensverhältnissen zwischen Bürger und Polizei hatten wir ja jetzt gerade schon. Was ist sozusagen dann aber aus der Sicht von Juristen, aber vielleicht schon noch eher auch von den Soziologen, dieses Vertrauensverhältnis von Bürger zu Staat? Ne? Also diese Frage, die wurde ja auch in der Sendung angesprochen. Früher waren sozusagen war die Wahrnehmung eine andere, dass Bürger eher geschützt wurden als Polizisten und jetzt ist es umgekehrt. Wo kommt das her? Also wodurch wurde das ausgelöst? Können Sie das beschreiben? Ja, ist eine gute Frage. Also ich fange mal mit dem ersten Teil an. Polizei hat da verschiedene Gesichter, wenn man so will. Ne? Und in der öffentlichen Debatte dominiert ja heute so dieses Bild vom Freund und Helfer als Motto der Polizei. Aber das ist natürlich nur ein kleiner, also das stimmt natürlich, ist auch eine Rolle der Polizei, aber es ist eigentlich nur ein Ausschnitt dessen, was Polizei tut. Und wenn man zurückblickt in der Geschichte, wie Polizei entstanden ist und was sie ursprünglich für eine Funktion hatte und auch heute noch hat, nämlich auch staatliche Ordnung zu sichern, soziale Ordnung zu sichern und herzustellen und zu reproduzieren, das ist eben das andere Gesicht oder die anderen Gesichter, die die Polizei auch noch hat. Und ich würde sagen, in der Bundesrepublik ist dieses Motiv vom Freund und Helfer immer wichtiger geworden, immer stärker in den Vordergrund getreten, hat eine größere Rolle bekommen, aber trotzdem sind die anderen Aufgaben, die anderen Bilder der Polizei natürlich trotzdem immer noch da und treten in unterschiedlicher Art und Weise dann immer mal wieder in den Vordergrund. Und dadurch entsteht so eine Spannung, so eine Widersprüchlichkeit, weil es natürlich nicht so gut zusammenpasst. Auf der einen Seite das, was wir als Staatsgewalt bezeichnet haben, ne? Also eine Organisation, die bestimmte
Dinge durchsetzt, wie zum Beispiel jetzt die Räumung in Lützerath, mit Gewalt durchsetzt gegen Menschen, die da friedlich protestieren, passt eben nicht gut zu diesem Bild vom Freund und Helfer. Und wenn wir es gibt Studien dazu, wie das Vertrauen in die Polizei in der Bevölkerung ist, und da ist die Polizei eine Institution, die sehr, sehr gut abschneidet. Also wenn man die Leute jetzt nur abstrakt diese eine Frage fragt, vertrauen sie der Polizei, dann sagen 80%, sie vertrauen der Polizei sehr oder überwiegend, und 20% sagen eher nicht oder vertrauen nicht. Und da kann man jetzt natürlich erstens sagen, 20% ist jetzt auch nicht so wenig, das ist schon eine ganz schön große Zahl. Wenn ein Fünftel der Bevölkerung sagt, für sie ist jetzt Polizei kein Ansprechpartner, oder sie erleben die eher als Bedrohung, als Problem und nicht als Schutz, als Freund und Helfer. Und wenn man anfängt, differenzierter nachzufragen, wo und wie, in welchen Situationen, in welcher Hinsicht vertrauen sie denn der Polizei, dann wird das Ganze natürlich auch viel differenzierter. Ja, weil selbst, es kam ja auch in der Sendung vor, selbst wenn ich sage, ich vertraue eigentlich grundsätzlich der Polizei und ich empfinde die als eine Organisation, die mich schützt und die mich unterstützt, gibt es halt Situationen, wo ich ihr in einer Art und Weise begegne, die ich eigentlich gerne vermeiden wollen würde. Wenn ich auf einer Demonstration bin und da einen unerfreulichen Kontakt habe, oder wenn ich in eine Verkehrskontrolle komme und einen Strafzettel bekomme. Also das Bild von der Polizei ist sehr viel widersprüchlicher und ambivalenter, als es uns auf den ersten Blick erscheint, und auch die eigenen Erfahrungen, die wir eigentlich mit der Polizei machen, oder unser Verhältnis zur Polizei ist viel widersprüchlicher und ambivalenter, als man eigentlich auf den ersten Blick denken würde. Und man bemerkt ja, dass die Polizei mittlerweile auch relativ viele Image-Kampagnen macht, ne? Also mit Plakatwerbung und so weiter. Und ihr habt ja das Thema bei euch auch, kam ja immer wieder, diese Frage auch von ausgewogener Berichterstattung. Habt ihr da auch nochmal sozusagen genauer hingeschaut, wie wird Polizei medial dargestellt? Was habt ihr da beobachtet? Ja, also ein Punkt, der uns bei der Recherche eben auch auffiel, war eben, oder was heißt auffiel, das wird eben auch bearbeitet von Journalisten, ist eben diese Rolle der Polizeigewerkschaft, die ja so eine Art Pressesprecher der Polizei geworden ist und auch so ein bisschen Lobbyorganisation, wo man jetzt so als kritischer Linker erstmal denkt, ja, Gewerkschaft ist doch irgendwie eine gute Sache, aber die hat irgendwie im Kontext der Polizei irgendwie eine ganz andere Rolle. Also habe ich dann eben auch gelernt aus dem Buch, dass die eben natürlich viel freier auch agieren kann als so eine Behörde Polizei und da so ein bisschen die Pressure Group spielt für die Interessen der Polizei. Und die ist, wenn ich das, gibt es auch so erste Untersuchungen, die stehen auch maßgeblich hinter den Gesetzesverschärfungen oder dieser Wende, dass jetzt eben nicht mehr der Bürger besonderen Schutz genießt, sondern der Polizisten größeren Schutz genießt. Das sind jahrelange offenbar Kampagnen gewesen, auch der Polizeigewerkschaft, die das eben mit befördert hat. Ja, soweit ich weiß, ist ja auch das Verhältnis von Polizeigewerkschaft zu anderen Gewerkschaften nicht ganz unkompliziert. Ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die eigentlich, ich glaube nur die eine ist, glaube ich, im DGB, oder die andere ist eben nicht im DGB, aber unabhängig davon spielen die eigentlich, also beide eine bisschen eigenartige Rolle, finde ich, in dieser ganzen Polizeidebatte. Ihr habt ja dieses Mal in der Sendung, und ich bilde mir ein, das habt ihr sonst so nicht gemacht, diese Einspieler von, ich glaube, von Tal 21 war es, ne, mit reingenommen. Kannte ich jetzt eher so von Formaten wie Böhmermann. Ist das irgendwie, also wie seid ihr da drauf gekommen? Was ist da die gibt es da eine Strategie oder eine neue Linie? Ja, nee, das ist einfach immer so ein bisschen das dramaturgische Problem, wenn man so eine Szene macht, wie die Szene, die danach kommt, wo man im Grunde das Ganze einmal rumdreht und sagt, jetzt verfolgen wir mal nicht irgendeinen arabischen, türkischen Namen, sondern einen deutschen Namen, muss man ja in quasi die Leute trotzdem erstmal, sage ich mal, aufs Pferd lupfen und in gewisser Weise den Sachverhalt klar machen, der hinter dieser Verdrehung steht. Sonst denken die, ja, was, die machen da irgendeinen lustigen Sketch, aber was ist, what's the point? Und da haben wir eben diesmal versucht, eben das möglichst kurz und komprimiert eben mit so einem Ausschnitt aus Frontal 21 zu lösen, um einfach klarzumachen, da gibt es wirklich quasi diesen Mechanismus. Es gibt Namen, es gibt 120 oder so Namen, die in der Clan-Tabelle stehen, und jedes Delikt, das von jemandem mit diesem Namen begangen wird, findet dann Eingang in diese Lagebilder. Und so muss man halt immer erstmal so eine kleine Infoeinheit quasi liefern, damit man überhaupt quasi spielen kann. So, das war echt dramaturgisch der Sinn.
Und es ist ja schon öfter so, dass ihr mit den anderen Redaktionen dann auch zusammenarbeitet. Ne? Das kommt immer mal wieder vor, ja, gerade mit Frontal. Da gibt es einen Kollegen, der hat uns auch schon mal bei der Diesel-Geschichte, Dieselabgas-Geschichte, da war der maßgeblich mit an der Berichterstattung beteiligt und hat uns unterstützt. Ja, das gibt es immer wieder mal. Und wann hatte Frontal das ausgestrahlt? Also dieses Stück ist schon etwas älter. Das ist, glaube ich, 2 Jahre alt gewesen, von 2020. Aber dieses Thema Klangkriminalität ist eben auch eins, das in den letzten Jahren so ein bisschen, hat man den Eindruck, hochgezogen wird. Wenn man dann sich als Journalist damit beschäftigt, dann erfährt man, aha, da werden also quasi auch richtig Einsätze mit politischen Verantwortungsträgern so ein bisschen inszeniert, auch rechtzeitig vor Wahlen, um einfach so ein Bild zu schaffen, hier wird was für die innere Sicherheit getan. Und was Herr Singelstein meinte, ich finde gerade bei dem Thema von diesen Razzien wird es ja so deutlich, weil die sind quasi für die weiße Mehrheitsgesellschaft ein Ausdruck von Sicherheit, aber für die Leute, die da hingehen und die Leute, die da das betreiben und die Kunden, ist es eben ein Ausdruck von Unsicherheit, diese Polizei und die Bedrohung. Und da wird das schillernde Bild dieser Polizei, die von der Mehrheitsgesellschaft eben als Freund und Helfer betrachtet wird, aber wenn du eben quasi einer sogenannten Minderheit angehörst, dann wird das für dich wirklich zur Schikane und zur Bedrohung, zur wirtschaftlichen Bedrohung auch, wenn da permanent Räume stigmatisiert werden durch riesen Razzien. Und dafür lässt sich aber dann die Polizei so ein Stück weit instrumentalisieren, habe ich das Gefühl, um eben so ein Sicherheitsgefühl der Mehrheitsgesellschaft zu bedienen. Mhm. Haben Sie sich auch mit Clankriminalität im Besonderen auseinandergesetzt? Man kommt als Kriminologe quasi, wenn man sich mit Kriminalpolitik beschäftigt, eigentlich nicht drumherum, sich damit auseinanderzusetzen. Aus meiner Sicht ist es ein kriminalpolitischer Kampfbegriff. Das Phänomen, was damit thematisiert wird, das gibt es natürlich. Also es gibt Formen organisierter Kriminalität, die auch in diesen Milieus eine besondere Rolle spielen. Aber es ist halt ein kleiner Ausschnitt der organisierten Kriminalität. Und ich finde, man muss sich halt die Frage stellen, warum jetzt dieser spezifische Ausschnitt organisierter Kriminalität in der Kriminalpolitik so hochgezogen wird und so eine große Bedeutung bekommt. Ja? Und da würde ich sagen, das hat einen rassistischen Hintergrund, also weil es geht bei Clans ja nicht um Schulz, Scholz oder den Schlecker-Clan oder so, sondern es geht eben um bestimmte Familien aus bestimmten Milieus. Und das heißt, da wird jetzt nicht mehr gesagt Ausländerkriminalität, weil es ging in den 1990er Jahren noch, aber heute wäre es als Begriff wahrscheinlich problematisch. Aber wenn man Clan-Kriminalität sagt, dann wissen alle Leute, dass es halt eigentlich um bestimmte libanesischstämmige, arabischstämmige Familien geht, beziehungsweise bestimmte Leute aus diesen Familien, die solche Straftaten begehen. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, warum spielt es jetzt eigentlich so eine große Rolle? Weil es gibt andere Formen von organisierter Kriminalität, von Wirtschaftskriminalität, die Schadenssummen produzieren, die also um ein Vielfaches höher liegen als das, was man jetzt diesen Kriminalitätsformen zuschreibt. Und deshalb ist es aus kriminologischer Sicht erstmal von Interesse zu untersuchen, wie so Kriminalpolitik funktioniert und warum jetzt in so einer rassistischen Machart dieses Phänomen herausgegriffen und so riesengroß gemacht wird. Und muss man wirklich sagen, alles, was der Polizei nicht nur in der Strafverfolgung, sondern auch in der ordnungsrechtlichen Sinne zur Verfügung steht, an Arsenal da drauf geworfen wird, um es zu bearbeiten. Und was steckt hinter dieser etwas unverständlichen Statistikführung, die ihr dargestellt habt? Naja, es muss halt möglichst groß aussehen, das Phänomen. Und letztlich, aber wer entscheidet darüber? Also na, das sind Lagebilder der Landeskriminalämter, wo ich, so wie ich das jetzt gelernt habe, wo eben nach einer bestimmten Logik letztlich, wie Sie sagen, Ausländerkriminalität unter einem neuen Wort präsentiert wird, letztlich als einen spezifischen Ausschnitt von Kriminalität, den es zu bekämpfen gilt. Also wenn da jede Ordnungswidrigkeit, und es geht wirklich auch, und es war wirklich kein Witz, um verdorbenen Orangensaft, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, da stellen sich Senatoren hin und sagen, wir kontrollieren da ganz niedrigschwellig auch Parken in zweiter Reihe und verdorbenen Orangensaft. Und also Hauptsache, man findet irgendetwas, was diese absurden Razzien letztlich dann rechtfertigt. Und wie gesagt,
Da werden Räume hochgejazzt zu einer Bedrohung. Am Ende geht dann irgendein Nazi rein und knallt die Besucher ab. Also diesen, wenn ich es jetzt mal ganz platt sage, diesen Schluss muss man halt schon mal irgendwann ziehen. Da werden einfach Räume zu irgendwas Ominösem erklärt. Nur weil sie quasi nicht aussehen wie eine deutsche Kneipe. Also die Genese des Ganzen, also so wie das entstanden ist, dass es am Ende so oben auf der Agenda der Kriminalpolitik gelandet ist, die ist halt relativ kompliziert. Ne? Das Phänomen wird jetzt in der Polizei schon relativ lange diskutiert und immer mit dieser Haltung, ja, das darf man ja nicht sagen, das kann man ja nicht machen. Und es ist halt konsequent auch in die Innenpolitik getragen worden. Ne? Und dann gibt es halt Leute wie Herbert Reul, die das aufgreifen und sagen, das ist doch eine gute Möglichkeit. Also damit kann man gut Stimmung machen und das schreiben wir jetzt mal ganz oben dahin und dann machen wir so einen Schwerpunkteinsatz, 1000 Beamtinnen und Beamte, die dann eben in die Shisha-Bars reingehen und diese Kontrollen machen und damit demonstrieren wir allen, wir lassen uns hier von diesen Paschas nicht alles bieten, sondern wir setzen hier Recht und Ordnung durch und das ist doch ein schönes Bild in der Öffentlichkeit. Und dann kommen aber auf der anderen Seite natürlich Leute, die sagen, das müssen wir irgendwie belegen, da brauchen wir jetzt schon Zahlen, wie groß ist das Problem? Und dann fängt man irgendwie an, statistisch zu erfassen. Und wenn sowas neu ist und dann von oben gesagt wird, mach doch mal ein Lagebild, dann fängt jedes Bundesland an zu gucken, ja, wie macht man denn jetzt so ein Lagebild? Und dann sagen die einen, na, wir erfassen einfach alles mit diesen Namen. Die anderen sagen, na, wir machen jetzt schon nur bestimmte Delikte mit diesen Namen. Und eigentlich ist es im Augenblick total uneinheitlich. In manchen Bundesländern wird es so gemacht, in anderen so. Und das ist dann so ein Prozess, also bis so ein Begriff richtig etabliert ist in der Kriminalitätsbearbeitung und als Kategorie so verfestigt ist, wie wir es jetzt gerade schon sehen, vergehen dann halt 5 bis 10 Jahre. Ja, und irgendwann wird es vermutlich was sein, was gar nicht mehr wegzudenken ist aus unserem Sprachgebrauch, weil es so etabliert ist. Ich habe mir noch ein Zitat aus der Sendung aufgeschrieben, die Polizei wird nur von der Politik missbraucht. Das war ja dann schon auch sozusagen der Weg, irgendwie nochmal eine andere Perspektive reinzubringen und zu gucken, inwiefern auch die Polizei irgendwie auch nur Teil eines großen Systems ist. Untersuchen Sie solche Fragestellungen, also das Zusammenspiel von Politik und der Polizeisystematik dann in Ihrer Forschung auch? Ja, also natürlich ist das so. Ne? Also die Polizei ist ja erstmal, setzt politische Entscheidungen um. Also um nochmal das Beispiel Lützerath zu bringen, das haben sich ja jetzt nicht die PolizeibeamtInnen oder die Polizeiführung ausgedacht, sondern es ist eine politische Entscheidung zu sagen, das soll jetzt geräumt werden und die Polizei muss es umsetzen und die BeamtInnen müssen es umsetzen, unabhängig davon, Aber das ist ja erstmal noch kein Missbrauch, sondern... Nö, das ist aber das normale Verhältnis von Politik und Polizei. Mhm. Ne? Und... Nö, das Missbrauch steckt dann noch nicht unbedingt drin. Und umgekehrt ist es aber natürlich so, dass die Politik auch abhängig ist von der Polizei, weil sie ist ja darauf angewiesen, dass die Polizei auch tatsächlich ihre Entscheidung umsetzt. Und InnenpolitikerInnen können sich jetzt auch keinen allzu großen Unmut in der Polizei leisten. Also man kann, wenn man Innenpolitik macht, nicht permanent Polizei kritisieren oder Politik gegen die Polizei machen. Ja. Also wenn Sie sich noch daran erinnern, Saskia Esken ist jetzt keine Innenpolitikerin, aber als SPD-Vorsitzende damals vor 2 Jahren in der Rassismusdiskussion gesagt hat, dass es auch in Deutschland in der Polizei ein latentes Rassismusproblem gibt. Da ist ihr so ein massiver Gegenwind aus der eigenen Partei auch, aber auch aus der Polizei entgegengeschlagen, dass sie dann ein ganzes Stück weit wieder zurückgerudert ist. Ja. Also auch Politik regiert nicht einfach Polizei und bestimmt, was Polizei tut, sondern ist auch abhängig davon, dass Polizei ihr nicht die Unterstützung entzieht. Mhm. Habt ihr da, also wie kamt ihr zu dem Zitat? Was ist euch da ins Auge gesprungen? Naja, das ist ja so die normale Debatte, sage ich mal, die wir versucht haben, auch so ein bisschen schon so vorwegzunehmen, weil sobald man irgendwie die Polizei kritisiert, das ist eh ein wahnsinniger Eiertanz in Deutschland, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, die Polizei. Und wir, also da fühlen sich viele, werfen sich dann sofort. Also es gibt natürlich so eine plumpe linke Polizei-Ressentiment, aber es gibt auch so eine absolut alberne, sagen wir, finde ich ebenso unreife Verteidigung dieser Institution, die eigentlich jede Kritik sofort, ja, aber wenn du mal die Polizei brauchst, dann bist du auch froh, wenn sie kommt und sowas. Also wo jede Kritik an der Polizei immer sofort weit von sich gewiesen wird. Und in dem Spannungsfeld fand ich es eben aber interessant, auch in dem Buch zu erfahren, dass eben so dieser Traum des Liberalen, dass es so eine ganz objektive, ehrliche Polizei gibt, die quasi
auch farbenblind und ohne Diskriminierung einfach Recht in Ordnung durchsetzt, dass das eben wahrscheinlich auch ein bisschen eine naive Vorstellung ist, weil eben von der Genese, das fand ich eben sehr spannend, Polizei eben wird dort geschildert, ja auch aus der Geschichte zum Beispiel der Nachtwachen im Mittelalter kommt, die ganz genuin die Aufgabe hatten, das Fremde zu überwachen. Das heißt, diese Aufgabe ist quasi im polizeilichen Blick immer schon mit drin, dass alles, was von der Norm abweicht, ohne kriminell zu sein, ist schon mal irgendwie verdächtig. Und das ist das letztlich, denke ich, auch ein Kern dessen, was gemeint ist mit diesem strukturell rassistisch, dass eben so eine Institution immer die Interessen und die Ordnungsvorstellungen der Normalität der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Und jeder, der da erstmal nicht drunter fällt, ist eben, wird eben schon mal kritisch beäugt und im nettesten Fall kritisch beäugt, im schlechtesten Fall irgendwie rausgezogen und kontrolliert und eben anders behandelt wie die anderen. Und ich weiß eben nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, quasi diese Institution so umzubauen, dass sie so funktioniert, wie sich das so ein aufgeklärter Bürger vorstellt. Oder ob man nicht eher der Polizei Aufgaben wegnehmen muss, wie zum Beispiel, wenn einer, wie jetzt bei diesem schlimmen Fall in Dortmund, ein Jugendlicher mit Suizidgefahr dasteht und dann kommt eine Polizeieinheit mit Maschinenpistolen und am Ende ist der Jugendliche tot. Also ist es nicht die völlig falsche Institution, die da manchmal gerufen wird? Man hat sich so dran gewöhnt, ja, ruft man die Polizei in jedem Fall, aber wenn man sich das Spektrum anschaut, was die zu betreuen hat, von suizidgefährdeten Jugendlichen bis zu Fußballspielen, ist das vielleicht auch ein bisschen breit. Und vielleicht sollte man auch andere Einsatzgruppen haben, statt immer die Polizei. Ja, oder innerhalb der Polizei eben unterschiedliche Aufgabenbereiche zuteilen, was dann aber organisatorisch vermutlich schwierig wird. Wir kommen jetzt gleich dazu, dass Sie auch Fragen stellen können. Und just in diesem Moment fällt mir ein, dass ich vergessen habe, meinen Rechner mit hier hochzubringen, damit auch die Zuschauer auf dem Sofa Fragen stellen können. Deswegen eine Frage an die Technik. Könntet ihr in mein Büro flitzen und mir meinen Rechner holen? Denn dann können nämlich die Zuschauerinnen und Zuschauer von außerhalb auch eine E-Mail schreiben, und zwar an diskussion@evangelische-akademie.de. Und wenn ich es jetzt hier technisch gleich auf die Kette kriege, dann kann ich die auch lesen. Herr Singelstein, Sie sind unser besonderer Gast heute Abend und wie immer dürfen Sie auch einen kritischen Blick auf die Sendung werfen. Als Sie das jetzt gesehen haben, hat Ihnen irgendwas gefehlt oder haben Sie so das Gefühl gehabt, da müsste man eigentlich nochmal genauer nachschauen oder tiefer bohren, um das irgendwie besser zu verstehen? Oder war alles drinne, wo Sie gesagt haben, das braucht es, um sich da erstmal so einen Eindruck zu verschaffen? Ich fand es, also als Wissenschaftler würde man natürlich immer sagen, man muss an jedem Punkt jetzt noch genauer und tiefer bohren und differenzierter angucken und so. Aber ich finde, das war eigentlich für die Sendung ein guter Rundumschlag. Und wo kann man nachlesen am besten? Also in Ihrem Buch, das ist schon klar. Das klang ja schon an, dass das auch Dietrich gelesen hat. Aber gibt es noch andere Literaturtipps, wenn man sich da noch mal ein bisschen differenzierter mit auseinandersetzen möchte mit der Frage? Also das, was wir geschrieben haben, ist ein Sachbuch, also ist schon der Versuch, den wissenschaftlichen Forschungsstand so ein bisschen allgemeinverständlicher zu erklären. In der wissenschaftlichen Debatte gibt es natürlich jede Menge Literatur. Es gibt eine ganz rege empirische Polizeiforschung in Deutschland, die sich mit allen möglichen Fragen rund um das Gebiet Polizei auseinandergesetzt hat. Wir haben zum Beispiel gerade zum Thema Rassismus und Polizei einen großen Sammelband im wissenschaftlichen Springer Verlag rausgegeben, wo 40 ExpertInnen aus der Polizeiwissenschaft die ganze Bandbreite des Themas beleuchten, der auch Open Access verfügbar ist, wo man also online einfach darauf zugreifen kann. Mhm. Dankeschön. Und Dietrich, du bei dem Machen der Sendung, normalerweise geht es euch ja so, dass ihr ganz viel sammelt und am Ende die Hälfte wieder wegstreichen müsst, damit es überhaupt in die Zeit passt. War das diesmal auch so, dass ihr sagt, vielleicht wird da noch eine zweite Sendung irgendwann draus? Oder? Ja, man versucht halt immer so einen Themenaspekt sich so ein bisschen rauszuschneiden. Da gibt es natürlich das ganze Feld Rassismus in der Polizei, hatten wir auch schon mal gestreift. Das haben wir jetzt eigentlich fast gar nicht behandelt. So, also das Thema Polizei gibt sicher noch, könnte man sich sicher noch mal mit beschäftigen.
sicher nicht abschließend jetzt behandelt, aber ich fand es eben ganz spannend, jetzt auch in der Auseinandersetzung hier mit dem Autorenteam. Wir haben ganz lang gekämpft um unsere Statistik, die wir da gezeigt haben, weil die Wissenschaftler natürlich immer gesagt haben, ah, das eine ist die Staatsanwaltsstatistik, das andere ist die Statistik BKA, kann man gar nicht so richtig vergleichen, und dann tauchen Verletzungen, die gibt's, werden nicht nur extra erfasst, sondern sind auch in den Tateinheit bei den tätlichen Angriffen und so weiter, und dann zerbröselt einem so ein bisschen immer in dem Versuch der Redlichkeit zerbröselt einem so ein bisschen die Nummer, da muss man dann manchmal doch sagen, ja, jetzt, oder Wege suchen, wie man quasi eine Aussage machen kann, ohne dass sie falsch ist, aber auch ohne dass man sich quasi dann ganz zurückzieht und sagt, naja, da kann man jetzt gar nichts dazu sagen. Und so kommt man dann bei Balken raus, die nach oben einen Verlauf haben und keine scharfe Grenze. Okay. Ja, gibt es hier im Saal Fragen? Weil dann würde ich mit dem Mikrofon rumgehen, sonst hört nämlich das Publikum zu Hause nichts. Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen Dank für die gelungene Sendung wieder mal. Eine Anmerkung, Politik, Polizei. Ich meine, die Polizei ist natürlich der Prellbock. Die müssen das umsetzen, was die Politik ihnen vorgibt, über Gesetze, Rechtsprechung und so weiter. Gibt es da Untersuchungen darüber, wie die Polizei oder das Verhalten oder die Einstellung der Polizisten, Polizistinnen gegenüber der Bevölkerung? Ob die da halt auch so eine Art Feindbild haben, mal überspitzt formuliert. Meine Erfahrung ist jetzt auch im Zusammenhang mit Demonstrationen, Räumungen etc. Es ist wahrscheinlich auch eine Bildungsfrage in den einzelnen Hierarchieebenen der Polizei. Je weiter man hochkommt, umso differenzierter wird auch der Umgang mit dieser Demonstrantenseite und so weiter und so fort. Und zur Sendemacherseite. Es ist ja wahrscheinlich oft ein schmaler Grat, auf dem ihr euch bewegt, so mit diesen Aussagen, Festlegungen. Habt ihr schon mal eine Anzeige bekommen wegen Falschaussagen oder irgendwas in der Richtung? Dankeschön. Wollt ihr erst mal nacheinander antworten und wir sammeln dann gleich noch? Ja, also ich würde gerne in zwei Teilen antworten. Also erstens, was den Bildungsstand angeht, hat die Polizei sich ganz schön verändert. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine ziemliche Akademisierung der Polizei erlebt. Es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die den mittleren Dienst abgeschafft haben, wo also alle PolizeibeamtInnen im gehobenen Dienst eingestellt werden, mindestens. Das heißt, die machen alle ein Bachelorstudium, die haben Abitur oder eine vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, wie Polizei noch vor 30, 40, 50 Jahren gewesen ist. Aber unbeschadet dessen gibt es natürlich in der Polizei eine bestimmte Kultur, eine Binnenkultur, die wird in der Polizeiforschung als Cop Culture auch beschrieben, in der auch Vorstellungen verankert sind, wie Gesellschaft ist und was die Rolle der Polizei in der Gesellschaft ist. Und wo natürlich sowas wie Feindbilder, linke Demonstranten eine Rolle spielen oder Feindbild-Fußballfan eine Rolle spielt. Und was ganz sinnbildlich dafür steht, ist die sogenannte Thin Blue Line. Das ist so ein Symbol, polizeiliches Symbol, Gewerkschaftssymbol, was ursprünglich aus den USA kommt, aber auch in Deutschland und Europa immer stärker aufgegriffen wird. Und wo diese dünne blaue Linie als die Polizei symbolisiert, die Gesellschaft vor auf der einen Seite vor den Bösen, auf der anderen Seite schützt. Ja, und das heißt, es ist eine dünne Linie, eine immer zerbrechliche Linie, ein Abwehrkampf, den die Polizei gegen das Böse führt, und es ist eine Bedrohung, die quasi die ganze Zeit versucht, in die Gesellschaft reinzudrängen. Und das sind diese gesellschaftlichen Vorstellungen, das Bild, was in der Cop-Culture eine große Rolle spielt. Das heißt jetzt nicht, dass alle PolizeibeamtInnen so eine gesellschaftliche Vorstellung haben, aber das ist schon eine sehr dominante Vorstellung, die in der Polizei existiert. Dankeschön. Und die Frage an dich? Ja, also habe ich ja gerade geschildert. Man muss dann manchmal, es ist immer so eine Abwägungssache, wie weit oder wie sehr man differenzieren muss und wo man dann quasi von seinem Recht als Satiriker quasi Gebrauch macht und vielleicht dann auch mal Aussagen macht, die jetzt in einem normalen journalistischen Format vielleicht nicht vorkamen. Und ja, klar, wir haben ja damals die berühmte Anzeige bekommen, schon in der zweiten Sendung, für Striche auf der Tafel von Herrn Joffe. Aber seitdem gab es das eigentlich nicht mehr. Gibt es denn noch mehr Fragen hier im Saal oder jetzt auch online? Wir haben es geschafft, dass ich auch
in die E-Mails gucken kann. Ja, eins und dann Sie. Ja, also mir schwebt so ein Gefühl im Bauch, dass die Sendung doch ein bisschen arg einseitig war. Also ich zweifle nicht an Rassismus und Machtspielchen und Dilettanz in der Polizei, aber mir fehlte dann tatsächlich so ein bisschen auch mal der Blick auf die Probleme, die die Polizei hat. Also wir haben ja gehört, es gibt ein sehr positives Bild von Polizei in der Gesellschaft, das habe auch ich eigentlich. Und ich mache mir schon Sorgen über Personalmangel und Überstunden. Und auch mich hat die Statistik jetzt nicht so überzeugt, dass ich nicht an Gewalt gegen Polizisten glaube, die sicher auch viele Jugendliche, ich bin Lehrer, davon abhält, so eine Karriere einzuschlagen. Und da wäre meine Frage an den Macher, haben Sie nicht ein bisschen Sorge, dass das Bild der Polizei bei der Sendung ein bisschen arg schlecht rüberkommt? Nee, ich finde, wir waren noch ganz schön zahm. Also ich meine, ich weiß auch nicht, warum diese ich finde diese Statistik schon bemerkenswert und bei allem, was man da an Einschränkungen bei diesem Vergleich machen kann, aber wenn man sich die gesellschaftliche Debatte anschaut über Gewalt gegen Einsatzkräfte und dann, wir haben das ja einfach nur abgezogen, was da letztlich drunter subsumiert wird, wegtragen von, also dieser ganze, was weiß ich, die Hälfte der Delikte sind extra so definiert, dass es eigentlich keine Angriffe gegen Polizeibeamte sind, trotzdem wird das als Gewalt aufgefasst. Dann hat man dieses riesige Feld dieses tätlichen Angriffs, wo Leute wie ihr Co-Autor auch sagen, das sind dann die Aussage, die wir zitieren, sehr, sehr, sehr viele Bagatelldelikte dabei sind, was immer sehr, sehr, sehr viele dann prozentual sind, aber es sind sehr, sehr, sehr viele. Und dann kommt man eben letztlich zu solchen Zahlen. Da finde ich schon, da muss man sich schon mal fragen, warum diskutieren wir immer über dieses eine Feld der angeblichen Respektlosigkeit gegenüber der Polizei und dieses andere Feld ist so ein bisschen tabuisiert. Und da hat man halt wirkliche Todesfälle, also die werden nicht mal richtig gezählt. Also da kann man wirklich auch nochmal eine größere Sendung dazu machen. Diese ganzen, die wir da nur im Kontext der dieser Videoüberwachung und Bodycams aufgezählt haben, wie viele Leute im Jahr sterben bei Festnahmen, ohne dass eigentlich richtig klar ist, was da passiert ist. Und das wird nicht mal richtig erfasst. Also von dem Fall Uri Jalloh und Co. Noch mal gar nicht zu reden. Also ich finde schon, dass es auch die Aufgabe ist von so einer Sendung, auch Institutionen, die, wo alle immer, da muss man ja immer schon das Aber mitformulieren. Also wenn ich die Polizeikritik mache, muss ich immer sagen, aber natürlich brauche ich die Polizei, natürlich mag ich die Polizei. Das ist das, was ich mit ein bisschen albern meine. Jede andere Institution muss ich auch gefallen lassen, kritisiert zu werden. Bei der Polizei ist immer so, und muss man immer erstmal so einen Diener machen, bevor man loslegen kann. Und von daher fand ich, natürlich ist das erstmal immer einseitig, also das ist immer Satire, ist aber die Definition von Satire, sonst muss man einfach was anderes machen. Aber Satire ist immer erstmal einseitig und haut erstmal drauf. Aber ich finde dann schon mit Grund und mit Recht und sagt, hey, schaut euch mal dieses Problem an. Und ohne zu behaupten oder den Anspruch zu haben, dass wir jetzt damit ein realistisches Komplettbild des Themas Polizei geliefert hätten. Naja, man könnte natürlich das Feld jetzt auch noch öffnen und sagen, wie gucken wir generell auf den Staatsdiener, wie es ja so schön heißt, ne? Also mit Lehrerinnen und Lehrern und Bundeswehrmenschen ist es ja nicht, also da ist das Bild ja auch sehr ambivalent an manchen Stellen, das kennen Sie als Lehrer wahrscheinlich schon auch, da muss man sich ja auch einiges anhören. Aber hier gab es noch eine Frage. Also tatsächlich habe ich zwei Fragen oder ich hätte tatsächlich wahrscheinlich noch mehr Fragen, aber ich beschränke mich einfach mal. Das eine wäre ganz simple, wie war die Reaktion oder gab es schon Reaktionen auf die Sendung? Und die zweite Frage wäre, es klang vorhin auch schon mal ein bisschen an, es gibt ja vermehrt auch Polizisten mit Migrationshintergrund in der Polizei. Ist das zum Beispiel ein Trend, der das Ganze vielleicht in Zukunft, in Jahren vielleicht mal ein bisschen aufpasst? Weil ich sehe auch ein rassistisches Problem in der Polizei. Ich finde aber gut, dass in der Berichterstattung immer mehr Fälle bekannt werden, also es wird immer kritischer darüber berichtet, das finde ich extrem wichtig. Ich glaube, Ihre Sendung leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu. Genau, vielleicht an der Stelle ein Punkt.
Zu der zweiten Frage kann Herr Singelstein was sagen, weil das ist leider nicht ganz so schön, wie man sich das immer erträumt. Und was war die Frage an mich nochmal? Achso, Reaktion. Ja, sehr gemischt diesmal. Also man sieht, also die Polizei ist so ganz, ist schon irgendwie, also auch im Kabarettpublikum, im kritischen Kabarettpublikum irgendwie, also muss man sich schon immer sehr rechtfertigen, wenn man da drauf haut. Es ist in der Tat so, in den Bundesländern relativ unterschiedlich, aber es gibt eine Reihe von Bundesländern, die auch sehr Wert darauf legen, dass Menschen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte stärker in der Polizei repräsentiert sind, also Berlin zum Beispiel oder Niedersachsen, und wo man jetzt auch sagen kann, in den Kohorten, die jetzt gerade eingestellt werden oder in den vergangenen Jahren in die Ausbildung gegangen sind, dass da der Anteil ungefähr so groß ist, wie er in der Gesellschaft insgesamt auch ist. Es gibt andere, dauert trotzdem natürlich noch eine Ewigkeit, bis in der Polizei insgesamt dann irgendwie das sich angeglichen hat, aber da ist jedenfalls der Weg der richtige. In anderen Bundesländern sieht es noch nicht so gut aus, da wird es noch eine Weile dauern, bis wir überhaupt dahin kommen. Ich glaube, dass es absolut wichtig und notwendig ist, dass die Polizei so gut es irgendwie geht, auch die Gesellschaft repräsentiert und die Vielfalt von Gesellschaft repräsentiert. Und trotzdem bin ich skeptisch, dass es ein ganz entscheidender Schritt hin zur Lösung von Rassismus in der Polizei ist. Weil ich glaube, der Rassismus, den wir in der Polizei sehen, der ist eben nicht nur ein Problem von individuellen Einstellungen von einzelnen BeamtInnen, sondern, das klang ja in der Sendung auch an, schon hängt eben mit den Aufgaben, die die Polizei hat und ihrer ureigenen Tätigkeit zusammen. Das ist in die Struktur der Polizei eingewoben. Und wenn ich jetzt einen türkischen Migrationshintergrund habe, dann heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem eine Diskriminierungspraxis in meiner polizeilichen Tätigkeit an den Tag legen könnte. Und in den USA ist es ganz gut untersucht, da ist es ja schon, die Diskussion schon ein bisschen älter, da ist es mit schwarzen PolizeibeamtInnen, die dann verstärkt in die Polizei rekrutiert worden sind, und da sieht man, dass sie das Problem auch nicht gelöst haben, sondern dass das Problem Rassismus in der polizeilichen Praxis dort relativ unverändert fortbesteht. Insofern würde ich sagen, ist schon ein wichtiger Schritt, aber und auch ein Teil der Lösung, aber ich glaube, er ist nicht so groß, wie man sich vielleicht wünschen würde oder denken könnte. Aber da würde ich kurz einhaken. Haben Sie einen Überblick darüber, was ansonsten in der Polizei getan wird, um mit diesem Thema umzugehen? Weil was ich weiß, ist, dass hier in Frankfurt Projekte laufen, um mit Polizistinnen und Polizisten an dem Thema zu arbeiten. Ja, natürlich dann wieder auf der individuellen Ebene. Aber haben Sie Einblicke, was sonst so in den Polizeistrukturen passiert, um sich mit diesem Thema des strukturellen Rassismus zu befassen? Also man muss natürlich auch immer sagen, die Polizei ist eine Riesenorganisation, ne, oder eigentlich viele verschiedene Organisationen, und da gibt es ganz viele unterschiedliche Leute. Ne. Da gibt es Leute, die sich schon seit Ewigkeiten gegen Rassismus in der Polizei engagieren und einsetzen. Dass das Ganze da auf die Agenda gesetzt wird und ein Thema wird, ist aber wirklich erst so richtig seit 2-3 Jahren, seit dieser Horst Seehofer-Taz-Debatte der Fall, weil ich glaube, da haben noch mal mehr Leute in der Polizei auch verstanden, dass es eine Diskussion ist, die sie nicht einfach vom Tisch wischen können mehr. Ne? Die Polizei geht sonst mit Kritik häufig, also mit Kritik, die auch an ihren Grundfesten rüttelt, ja häufig in einer relativ abwehrenden Art und Weise um. Und ich glaube, und gerade Rassismus war ein Vorwurf, den sie weit von sich gewiesen hat, lange. Ja, jedenfalls die Mehrheit der Polizei und auch die Polizeiführung, auch die politische Führung. Saskia Esken habe ich schon erwähnt. Und ich glaube, in dem Sommer, in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung über Rassismus in der Polizei, haben viele Leute in der Polizei verstanden, auch gerade in der Polizeiführung, dass sie um die Debatte nicht drumherum kommen. Ne? Und wenn Horst Seehofer hat gesagt, es gibt keinen Rassismus in der Polizei, es gibt kein Racial Profiling, wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen, wir brauchen keine Studie. Und ich würde behaupten, 5 oder 10 Jahre vorher hätte das die Diskussion beendet. Ne, die wäre einfach vorbei gewesen. Und sie war nicht vorbei, sondern sie ist weitergegangen und wir haben sie bis heute. Und ich glaube, das führt dazu, dass sich in der Polizei tatsächlich ein bisschen was verändert und dass es Fortbildungsangebote gibt, dass die Ausbildung besser wird. Wir sind als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch dauernd in der Polizei unterwegs und machen da Fortbildungen, machen da Veranstaltungen. Aber wenn ich mir angucke, was wir für Erfahrungen da machen, muss ich auch sagen, es ist noch ein weiter Weg. Also long way to go.
Ich habe übrigens auch gestern erst im Gespräch danach erfahren, dass was der Kollege, der da das Solo gehalten hat, Nektarios Valachopoulos, war auch eine eigene Geschichte da aus Südtirol mit real background. Also das Filzen im Zug, gerade auf der Strecke von Südtirol, wo es erst ihn erwischt hat und bei der anderen Fahrt dann eben den POC, der noch exotischer war wie er. Also das sind einfach reale Erfahrungen, die unsere einer als Kartoffel einfach nicht macht. Und das eigene Bild ist halt auch stark geprägt, finde ich, wenn man sich das dann anschaut. Das sagen ja auch manche, ist ja wie eine Dauerwerbesendung von diesen Krimis auch, die natürlich Tag ein, Tag aus auch nur einen bestimmten Aspekt der Polizeiarbeit aus der Sicht der Polizei in den Vordergrund rücken, diese Strafverfolgung. Aber eben der ganze Bereich der Gefahrenabwehr, der viel diffuser ist, wo die Rechtslage auch nicht so klar ist und wo eben vielmehr auch so ein bisschen mit Intuition und Ressentiments gearbeitet wird, den kriegt ja unser eins gar nicht mit. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, finde ich, diese Perspektive einfach mal nach vorne zu bringen. Und es ist in der Tat so, dass man die eben nicht mehr wegkriegt. Dafür sind die Menschen auch zu viel und dafür ist auch zu viel passiert. Und die Debatten lassen sich nicht mehr einfach per Ordre der Innenminister dann beenden. Ich vermute mal, dass auch die öffentliche Debatte allein durch die, also gerade hier in Frankfurt, ne, durch die Vorfälle in der Frankfurter Polizei auch nochmal befördert wurden, sich damit auch nochmal intensiver zu befassen. Ja, aber nur mit Mikrofon. Nur eine kurze Zwischenfrage. Es hat mich vorher in der Sendung schon irritiert. Das ist aber Schengen-Raum. Wenn ich von Südtirol nach Österreich fahre. Wieso Kontrolle? Ja, das ist trotzdem eine Strecke, die eben wie der ganze österreichische Raum, also dieses ganze von alles, was von Südeuropa kommt, wird eben stärker kontrolliert. Ja. Gibt es denn sonst noch Fragen aus dem Publikum? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Frage direkt zur Sendung, aber manchmal sind ja so Satire-Sendungen die besten Bildungssendungen, ne? Also mit Statistik. Ne? Wenn ich mir anschaue, wie die Statistiken erzeugt werden, dann frage ich mich natürlich auch, wie dann sozusagen der Personalansatz erfolgt. Also durch so eine Schrottstatistik sorge ich ja dafür, dass mein so ein begrenztes Personal total falsch eingeschätzt wird. Da wurde das Beispiel gebracht von wegen, ja, da wird ständig irgendwelche Razzien gemacht in irgendwelchen Bars und die wirklich das Geld waschen, die werden und bleiben unbehelligt aufgrund solcher schrottigen Statistiken. Das wäre jetzt eher eine Frage an den Wissenschaftler. Das führt doch zu Ineffizienzen. Ja, aber Wissen ist ja immer begrenzt und Statistik nur ein bestimmter Blick auf die Wirklichkeit. Und Polizeiarbeit am Ende immer Schwerpunktsetzung. Ja, und am Ende würde ich sagen, ist es eine politische Entscheidung, ob ich jetzt sage, ich mache in diesem Jahr Clankriminalität oder ich mache in diesem Jahr Verkehrssünder oder Drogenkriminalität. Worauf lege ich jetzt den Schwerpunkt? Ja, wenn man so will, könnte man als Polizei ja ständig an allen möglichen Orten in der Gesellschaft ansetzen und bestimmte Dinge tun. Das New Public Management hat sogar dazu geführt, dass es so etwas wie Zielvorgaben für polizeiliche Tätigkeit gibt, dass gesagt wird, jede Dienststelle soll so und so viele Verkehrsordnungswidrigkeiten pro Monat oder im Jahr feststellen. Ja? Weil man kann natürlich, wenn man den ganzen Tag Verkehrskontrollen macht, dann hat man 100.000 Verkehrsverstöße festgestellt. Wenn man das in die Kriminalitätsbekämpfung steckt, dann geht die Kriminalstatistik nach oben. Und so ist Polizeiarbeit immer Schwerpunktsetzung und so wie Polizei arbeitet, so sieht dann am Ende auch die Statistik aus. Ja, eine spannende Erkenntnis, wo es mich ein bisschen gruselt, ehrlich gesagt. Aber ein gutes Thema, um sich, glaube ich, nochmal vertieft damit auseinanderzusetzen und genauer hinzuschauen. Vielen Dank, dass ihr das als Sendung uns nahegebracht habt und vielen Dank, dass Sie daran forschen und versuchen, da auch so ein bisschen einen Weg raus vielleicht zu definieren. Und das wäre auch tatsächlich meine Abschlussfrage an Sie. Haben Sie eine Idee, was könnte förderlich sein, damit das System ein anderes wird? Also ein Weg, der, glaube ich, wichtig ist, der klang in der Sendung schon an. Ich glaube, die Polizei ist eine mächtige, eine große Institution und die braucht ein Korrektiv von außen, was da drauf guckt und was so einen kontrollierenden Charakter hat. Und ich glaube, das fehlt in Deutschland ein ganzes Stück weit.
Und das kann man institutionalisieren, so wie es in Großbritannien der Fall ist. Und man kann auf der anderen Seite sagen, auch Gesellschaft, Zivilgesellschaft muss ihre Polizei in den Blick nehmen, ne? Weil letztendlich hat die Polizei ein Mandat der Gesellschaft, was sie umsetzt, was sie ausführt. Und eigentlich ist es Aufgabe von uns allen als Gesellschaft in der Demokratie, auch die Polizei im Blick zu haben und zu kontrollieren, mit ihr in die Auseinandersetzung zu gehen und sie auch zu kritisieren, mhm, wenn es Not tut. Hast du noch einen ergänzenden Rat? Ja, also was ich auch noch eben spannend fand, als ich gerade hierher kam, habe ich gerade gesehen, wie Pascha Merz in den Spitzkasten genommen wurde, das sah man noch von außen. Was ich eben schon auch ein irres Thema fand, war zu sehen, dass diese Clans, von denen da dauernd die Rede ist, und ich hatte mich auch nie damit beschäftigt, was das eigentlich für eine Geschichte hat, fand ich auch sehr erhellend, eben eine Minderheit von Leuten, die aus der Türkei über den Libanon nach Deutschland kommen und dann hier teilweise in dritter Generation ohne Pass leben. Das muss man sich mal vorstellen, das ist so ein Irrsinn. Und dann beschwert man sich, dass sich da irgendwelche Subkulturen rausbilden, die nicht den normalen bürgerlichen Vorstellungen von Herrn Merz entsprechen, wenn diese Leute quasi in dritter Generation keine Pässe haben, wo die Kinder einfach auch unter Duldung sind teilweise. Das ist einfach wirklich dieses irre deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, womit man sich dann die Probleme schafft, die man unter großem Tamtam dann behauptet zu bekämpfen. Also das fand ich auch nochmal einen lohnenden Blick auf diese Geschichte dieser Menschen, die da aus arabisch-türkisch-Libanon hier in Deutschland leben. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so spontan, obwohl diesmal war es gar nicht so spontan, wir waren schon kürzer dran, aber dass Sie heute Abend Zeit hatten, bei uns zu sein, bei dir, Dietrich, dass du eingeflogen bist für heute Abend. Genau. Ich freue mich, dass Sie da waren, dass Sie zu Hause zugeschaltet haben und will mich an der Stelle ganz herzlich noch für unsere Technik bedanken, die das jedes Mal möglich macht, und an die ganze Organisation vorher und nachher. Und würde an dieser Stelle schon auf den nächsten Termin hinweisen wollen. Wenn ich es richtig weiß, Dietrich, korrigiere mich, 24. Mai, also 23. kommt die Sendung, 24. sind wir dann wieder hier. Wir sind im April nochmal dran, dann habe ich den Termin übersehen. Aber den finden Sie in unserem Halbjahresprogramm, auf das ich dann hinweisen kann. Die Menschen, die hier sind, dürfen sich gern ein gedrucktes Exemplar mitnehmen. Die zu Hause sind, dürfen auf unserer Homepage gucken oder unseren Newsletter abonnieren. Da kriegt man alles mit. Also dann sehen wir uns wohl im April. Auch schön, aber ich weiß es nicht. Mal gucken. Das wäre ja auch mal schön. Ja, also vielen Dank. Kommen Sie alle gut nach Hause, haben Sie eine schöne Restwoche und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.